Okay. I see. Ist machbar. Ist machbar auf jeden Fall. Einfach mal ein bisschen mehr Konzentration. Und ich glaube, zwei Heiltränke oder drei Heiltränke? Na, belassen wir es mal bei drei Heiltränken. Na, die Irrwichte haben den auf jeden Fall gut abgelenkt. Das wäre so meine Chance, da Damage reinzupacken. Geh mal weg hier. Out of Mana. Ein Irrwicht ist down. Ey, dieser eine Schwungangriff. Der Schwungangriff kann mich auf jeden Fall. Der Schwungangriff one-hittet mich auf jeden Fall. Da muss ich anders ausweichen. Nicht von ihm weg, sondern seitlich von ihm auf jeden Fall. Ja, Magierklasse hat wenig Leben und die Rüstung ist auch ziemlich wack, aber ich habe es mir ausgesucht und jetzt ziehe ich das auch durch. What up, Gangster? Jungs, ich muss jetzt mal schnell hier Stressnikotin konsumieren. Ein bisschen strecken, mal ein bisschen wieder wach werden. Gibt's irgendwie Vorschläge? Also der eine Kampf, der war schon ziemlich gut. Der war schon richtig gut. Aber da hatte ich, glaube ich, mehr Glück. Beziehungsweise das Movement mit meinem Pferd war on point da in den Kampf. Wir hatten ja schon, weiß nicht, auf 30% runter. Versuch es mal legit ohne Pferd. Ohne Pferd? Okay. Ja, könnte ich probieren. Aber ich glaube, dass er dann halt einfach viel zu schnell ist. Okay, eine Runde ohne Pferd. Also ich werde mit dem Pferd auf ihm loslaufen. Werde meine Vampire spawnen. Und hoffentlich genug Damage reinpacken, wenn er mit meinem Vampiren am Start ist. Der scheint deine Spells zu parieren. Versuch den Parry zu baiten, wenn er auf deine Ghouls geht. Ja. Der Parry, den finde ich tatsächlich jetzt gar nicht so schlimm, den auszuweichen. Aber kostet halt Mana, der keinen Schaden macht. Und nach Vampirs haben wir noch Mana-Flakon nehmen. Nee, eben nicht. Ich baller, weil wenn ich einen Mana-Falcon nehme, dann ist es einmal komplett die Mana-Leiste. Und wenn ich die summon, also die Vampire beschwören, dann ist ja mein Mana-Balken nur zur Hälfte runter. Dann wäre ein kompletter Trank zu nehmen, wäre quasi ein halber Trank Verschwendung. Verstehst du, wie ich das meine? Deswegen erstmal alle Zaubersprüche runterballern, bis ich keinen Mana mehr habe und dann erst das Flakon nehmen. Somit mehr Magic. Okay, wusste nicht, dass er die ganze wieder auffüllt. Ja, voll. Der füllt einmal komplett auf.
So, ich bin's gleich. Okay. Ah. Wer hat eigentlich das Obi-Bild geschnitten? Das habe ich geschnitten. Also nicht den Trailer, sondern den, da wo wir am Spawn quasi die ersten paar Stunden oder ersten paar Minuten eher gesagt. Das habe ich geschnitten. Den Trailer, den hat Schoß geschnitten. Na, ich glaube, auf dem Horse bin ich besser am Start. Also, ich probier's nochmal mit dem Horse. Ey, das nervt, dass sie. Ich hab auf Ausweichen gedrückt. Ich schwör auf alles. Dieser eine Angriff, ne? Oh lol, habe ich überhaupt nicht erwartet. Den musste echt üben. Über die ganze Map kiten. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich über die komplette Map kiten. Ein Wolfsmensch. Ja moin, erstmal Spellcasten ist in Ordnung. Ups, falsche Waffe. Falscher Spell.
keine Ausdauer mehr. Ah, okay, meine Minions baiten sein Ding auch raus. Gut zu wissen. Nein, das gibt's doch nicht. Wie ich eben, ich wirklich, ich drück jedes Mal, wenn er charged, drücke ich einmal B zum Ausweichen. Aber es passiert nichts. Hey, moin Darksiders, willkommen im Stream. Vielleicht einfach immer in Bewegung bleiben. Nicht eine Sekunde stehen bleiben. Na gut, muss ich zum Casten. One, two. Nee, das gibt's doch nicht. Okay, gut, dass es ruckelt. Okay, das war dumm. Das war dumm. Ich dachte, ich könnte so timen, dass wenn er den Parry kurz bevor er aufhört. 3, 4, how many? Den Spruch werde ich nicht komplett aufsagen. Kassiere ich mir einen Bann auf Twitch. Eins, zwei. Okay, Mana. Na, verdammt, der Parry. LOL! Er hat gleich beides auf einmal geparried. Jo, Essen steht vor der Tür. Alles klar. Dann schaue ich gleich mal raus. Ja, ist eh schon so langsam Zeit für eine Pause, ne? Schon langsam. Aber ich probiere es jetzt noch ein paar Mal. Ich gebe mich nicht einfach so geschlagen. Eins, zwei. Nein, ich wollte dodgen, nicht casten.
Okay, keine Ahnung, warum mir das ab und zu keinen Schaden macht, aber finde ich in Ordnung. Ja, schon langsam geht mir das Mana aus. Okay, ich habe keinen Mana mehr. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay, im Nahkampf scheint er fast leichter zu sein. Hey, ja, chill, Bro, alles gut. Ich glaube, mein Pferd ist fast down. Oh, verdammt! So knapp! So knapp. Na ja, gut. So, an der Stelle, glaube ich, werde ich den Stream für eine halbe Stunde beenden und in einer halben Stunde bin ich wieder da. Also, in einer halben Stunde bin ich wirklich wieder da. Ich würde gerne halt jetzt schnell was essen und hier den Stream beenden und dann kann sich hier Schoß auch die Sachen von Twitch runterladen und das fertig schneiden und auf YouTube stellen. Ich hoffe, ihr seid nachher dann auch noch am Start. Aber jetzt ist erstmal eine halbe Stunde auf. Aber Speed, ja. Also, ich bin jetzt schon gut confident, was den Boss angeht. Ich glaube, beim nächsten Mal wird das richtig, richtig gut. Aber wir sehen uns jetzt in einer halben Stunde. Bis gleich.